Hallo, ich melde mich jetzt mal kurz zu meiner Krankheitssache, weil es ist ein Auf und Ab, wirklich ein Auf und Ab bei mir. Ich versuche mich auch kurz zu fassen, weil ich ja das Video nicht schneiden kann. Wundert euch nicht, wie ich aussehe. Es ist abends, morgens sehe ich richtig schlimm aus. Meine Augen sind geschwollen, als hätte ich einen fünfründigen Boxkampf verloren. Wirklich ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht warum. Kann aber auch daran liegen, weil ich ja in Deutschland bin und hier gibt es Pollenallergie und die habe ich ja. Also, ich denke mal, dass ich in Hurghada Corona hatte. So gefühlt wie fast jeder. Also jetzt nicht nur dort, sondern auch hier. Eine Freundin von mir, die hat mir so eine Packung Schnelltests aus Deutschland mitgebracht und ich habe mich halt regelmäßig getestet, wo es mir halt nicht so gut ging. Die waren halt alle negativ, aber ich hatte halt wirklich Symptome wie Gliederschmerzen, Fieber, dann so einen richtig krassen bellenden Husten. Den hatten aber auch überwiegend alle dort. Und der hat sich bis vor einer Woche wirklich hingezogen. Also mit Sicherheit so 5 Wochen hatte ich den. Ja, ungefähr. Geruch und Geschmackssinn hatte ich die ganze Zeit. Darauf habe ich ja total geachtet, aber das war bei mir. Was bei mir bis heute noch ist, aber das schwankt immer so ein bisschen, aber heute war es extrem wieder, dass ich Müdigkeit habe. Aber so eine Müdigkeit, dass mir die Augen von jetzt auf gleich zufallen. Also, man kann sich das nicht vorstellen, aber eine Freundin war gestern hier, die hat das mitbekommen. Und heute habe ich wirklich den halben Tag nur geschlafen, auf dem Sofa mit meinem Laptop, weil mir dann von jetzt auf gleich die Augen zufallen. Ich unterhalte mich mit jemandem und auf einmal gehen die Augen so zu. Und ich habe so einen Sekundenschlaf oder ja, richtig schlimm. Und in Hurghada hatte ich das teilweise, wo es mir so kacke ging, dass ich mich mit Sicherheit so 5, 6 Mal am Tag hinlegen musste, weil ich fertig war. Also während des Abwaschens sind mir die Augen zugefallen. So extrem müde. Also das habe ich bis heute noch. Und dass ich ganz schnell außer Puste bin, als würde ich irgendwie Marathon gelaufen sein. Oder alleine schon, wenn ich von der Toilette auf den Rollstuhl, dass ich dann erstmal Pause machen muss, weil ich so außer Atem bin. Also jetzt nicht mehr so extrem, aber das war teilweise ganz, ganz schlimm. Na, das hatte ich. Dann durch den extremen Husten hatte ich irgendwie Rippe geprellt. Dann tat mir die ganze linke Seite da die Rippen weh, dass ich da dann kaum einatmen konnte, dass es immer so am Stechen war. Also es hat sich durchgezogen. Ja, dass immer irgendwas anderes war. Ich war komplett ausgenockt und das über Wochen. Dann war mal 1, 2 Tage war mal besser. Da dachte ich, okay. Und dann kam wieder so voll der Hammerschlag. Und jetzt, seit ich jetzt hier wieder in Deutschland bin, habe ich das extrem mit den Augen. Es fühlt sich auch alles so bisschen taub an. Also jetzt nicht. Aber morgens, wenn ich hier so reinkneife, alles so taub und auch so hier so die Haut. Ganz merkwürdig. Also ich weiß nicht, was das ist. Ich werde echt mal nächste Woche mal zum Arzt hier gehen, mich durchchecken lassen. Aber in Hurghada war ich auch einmal im Krankenhaus, weil das dann so extrem war mit dem Husten und der Kurzatmigkeit, dass ich gesagt habe, nee, ich muss da irgendwas machen. Dann bin ich ins Krankenhaus, das ist direkt gegenüber bei mir. Und da habe ich dann halt so eine Sauerstoffmaske bekommen und so eine Kortisonspritze, dass die Bronchien geweitet werden. Und das war so eine Wohltat. Oh, wirklich. Also, das
Hätte ich eher machen sollen. Aber wie gesagt, es hat sich dort. Es kam immer was anderes. Dann hatte ich hier irgendwie Wehchen, da Wehwehchen. Ganz merkwürdig. Also so auf so einem langen Zeitraum und so viele Dinge auf einmal, das hatte ich noch nie. Also ich bin ja eigentlich nicht so ein Mensch, der irgendwie häufig krank ist oder so, aber das war extrem. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich Corona hatte, weil es ja immer noch irgendwelche Folgeerscheinungen jetzt und ja, aber es wird eh jeder irgendwie einmal haben. Und dann hatte ich es jetzt und naja, ist jetzt nicht so toll. Und mal gucken, wie das jetzt auch mit der Müdigkeit, das nervt extrem. Weil das auch von jetzt auf gleich ist, ne? Also ich kann das nicht beeinflussen. Auf einmal, ich unterhalte mich mit meiner Freundin oder mache Videotelefonie und sie schickt mir auf einmal einen Screenshot, wie ich hier sitze. Und sie so, Melanie, okay, ich kann ja nichts machen. Das ist so, zack, bumm, fallen mir die Schotten dicht. Also extrem. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das auch irgendwie habt, ob das irgendwie Corona-Folgeerscheinungen sind oder irgendein Mangel. Ich weiß nicht. Also ich möchte gerne mal wissen, was das ist. Aber ich werde mal dann die Tage mal zum Arzt gehen, auch mein komplettes Blutbild machen lassen, um mal abzuchecken, ob da vielleicht irgendwie noch andere Dinge sind, weil ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ne? Wer weiß, was da noch irgendwie alles zum Vorschein kommt. Also, das möchte ich gar nicht wissen. Ne. Na, eigentlich hatte ich jetzt auch vorgehabt, am Wochenende Week-Vlog zu drehen, Weekend-Vlog zu drehen. Aber es, wie gesagt, gestern war eine Freundin hier. Wir lagen auch noch auf der Couch, haben Serie geguckt. Zwischendurch bin ich natürlich immer wieder eingeschlafen. Gar nicht. Also immer wieder weg war ich und sie immer Melanie. Ja. Deswegen, aber ich kann ja mal ab morgen schauen, dass ich so Daily Vlog mache. Aber es passiert da nichts Spannendes, ne? Weil ich halt einfach nur zu Hause bin. Aber ihr mögt das ja. Also, meine Waschmaschine ist kaputt. Komme ich hier. Die war schon etwas defekt, als ich geflogen bin. Da trat Wasser aus und dann haben wir den Wasserhahn zugedreht. Und jetzt, wo ich jetzt wieder kam, hat meine Freundin den Wasserhahn aufgedreht, weil ich natürlich waschen wollte. Und jetzt zieht die gar kein Wasser, also kommt kein Wasser, gar nichts. Jetzt hatte ich schon den Hausmeister angerufen. Und jetzt hoffe ich mal, dass der morgen kommt. Und in der Küche, die Spülmaschine, die heizt nicht mehr. Und die trocknet auch nicht mehr. Pass auf. Oh, alles geht hier in den Arsch. Naja, das nur mal kurz so update-mäßig hier. Ich werde mich dann bestimmt morgen melden. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.